Wunderschönen guten Abend. Heute ist Geburtstag. Und diesen Tag Geburtstagskind. Freust du dich denn gar nicht? Ja, natürlich freue ich mich ganz doll, besonders auf das Essen. Genau. So. Zu Ehren des Tages durfte sich das Geburtstagskind natürlich aussuchen, was es heute zu Abendessen gibt. Heute gibt es. Was gibt es heute? Das hat sich Justus gewünscht. Ne? Deswegen gibt es das heute. Justus hat das gerade extra abgeholt. Johann isst nichts. Johann ist nämlich gerade zurück von seinem Kumpel. Einen Apfelsaft holen. Machst du trinken, Johann? Ja, Johanns Kumpel hat ja heute auch Geburtstag. Also Johanns bester Kumpel. Alles weg. Parallel gleichzeitig mit Justus Geburtstag. Ganz ja, Ketchup ist ja gut. Nix mit so. Alle. Dankeschön. Bitteschön. Und, bist du zufrieden? Ja. Mit deinem Geburtstagsmahl? Ja, Gott sei Dank gibt es diesen 1955er Burger immer noch. Das ist dein Lieblingsburger, ja? Ja. Also, was haben wir denn hier? Damit wir der Community wieder ein bisschen Appetit machen. Also, wir haben Chicken Nuggets, Cheeseburger, Pommes, Currysoße, Mayo, McRib, Hamburger Royal TS. Warte, ich pack das mal aus, dann sieht das noch appetitlicher aus. Naja, gut. McRib sieht nie so richtig appetitlich aus, weil er so voller Soße ist. Hamburger Royal TS. Da-da-da-da. Und natürlich noch Chicken Nuggets. Die essen wir immer total gerne mit ganz, ganz viel Currysoße. Achso, das ist übrigens Justus Geburtstagskuchen. Hat er sich gewünscht. Mhm. Zum Geburtstag. Er wollte keine Torte oder irgendwas total krasses. Einfach nur ein Gugelupf. Ein Marmor-Gugelupf. Und der ist mir richtig gut gelungen. Guck mal, wie der aussieht von drin. Diese Musterung. Habe ich gut gemacht. Muss ich mir schon selber loben. Stand ich gestern Abend noch in der Küche und habe das gemacht. Und der schmeckt auch richtig gut. Nenz hat sich darüber beschwert, dass ich nicht das gewürdigt habe, wie schön die Kringel da drin sind. Ja, das ist eine Kunst. Also diese Kringel, diese Marmorierung, das ist nicht einfach so irgendwie. Das ist Schokoladekuchen. Ja, das muss man. So. Das war doch die Kuchenform. Nein, die Kuchenform ist ja nur das. Ich meine jetzt das, dieses die abwechselnde Dunkle und Helle. Sehr interessant. Naja, ist ja egal. So viel dazu, ne? Da steht man in der Küche für sowas, dann wird das überhaupt nicht gewürdigt. Und er freut sich viel mehr über sowas, ja. Fast Food. Ja, also das ist ja das Abendessen. Ja. So. Weißt du, ich mag immer Apfelkuchen. Du magst am liebsten Apfelkuchen, ne, Elisa? Mhm. Ja, zu deinem Geburtstag gibt es dann wieder Apfelkuchen, okay? Mhm. Ein Dinosaurier-Apfelkuchen, hast du schon gesagt. Dinosaurier? Mhm. Und ich möchte einen Butterkuchen. Einen Butterkuchen. Du willst nur einen Butterkuchen zum Geburtstag? Keine Torte? Keine fünfstöckige? Kann ich mich wieder nicht ausleben hier. Johann, erzähl, wie war's denn? Ja, wir haben ganz viel gespielt. Naja, nur gespielt haben. Die hat auch gespielt. Computer gespielt wahrscheinlich, ne? Nee, und wir haben auch draußen gespielt. Dart gespielt und. Und wir haben viel geschaukelt. Ja. Sonst haben wir Minecraft und Bolsters gespielt. Aha! Darauf habe ich gewartet. Was ist das? Justus, sag mal. Ein Wecker. Mein Glockenspiel. Mein Glockenspiel. Mami, kennst du auch Ballstars und Fernsehen gucken? Ballstars. Manchmal gucke ich da drüber, ne? Wie Johann das spielt. Mami, weißt du, ich mag Fernsehen gucken. Du magst Fernsehen gucken? Und auch Burger essen. So wenig Erziehung. Fernsehen gucken, das ist sowas Besonderes. Ja. Ich möchte auch viel Fernsehen gucken. Ja, irgendwann kannst du ganz viel Fernsehen gucken. Wenn du groß bist. Elisa ist ein großes Mädchen. Voll gefuttert. Die Kinder machen sich jetzt gerade oben fertig. Wir brauchen jetzt erstmal einen Verdauungsspaziergang. Nein, das ist. Spaziergang in unserem Garten. Ja, das ist unsere abendliche Spaziergangsrunde im Garten. Ja, mach mir. Immer mal wieder, wenn es nicht regnet. Guck mal, es hat sich auch ein bisschen was geändert. Mein Fikus steht jetzt draußen und Zitronenbaum auch. Also wir wollen sowieso unsere Terrasse so ein bisschen auch verschönern, begrünen. Nee,
Das war's jetzt. Was? Ja, also wir haben sie jetzt begrünt. Also wir wollen ja sie noch mehr da. Und doch, ein bisschen mehr kommt noch. Die Sachen, die drin standen, also ein paar, die drin standen, also Zitronenbäume, ne, die beiden kleinen, die haben wir jetzt nach draußen gestellt, weil Nancy hat gesagt, das sieht besser aus. Haben wir gemacht. Sieht auch besser aus. Ich wollte nur feststellen, dass wir jetzt nicht noch mehr da. Das will ich noch der Community zeigen. Das da. Mein ganzer Dachbaum. Stolz. Guck mal, alle haben gelacht. Yes. Ja, gelacht. Aber dann, als sie sahen, was daraus geworden ist, gibt es nicht solche Videotitel, so, alle lachten ihn aus. Und dann passierte und das. Und dann passierte das. Punkt, Punkt, Punkt. Meine Haare haben abgestanden. Okay, guck, jetzt mein Dachbaum. Guck, dein Dachbaum. Guck mal. So, das meint der Justus jetzt hier. Deine Weide, oder was? Ja, guck doch mal. Aber wer hatte denn darüber gelacht? Ja, dass das keine Kugel ist. Es ist keine Kugel. Ja, keine ich Kugel wollte sein. Eine Kugel. Das muss eigentlich eine Kugel sein, es diese Weide. Es ist keine Kugel. Es wird auch keine Kugel. Es wird so eine Art Dach. Und das ist schon fast die Größe. Ein Tickchen mehr. Und dann ist fertig. Okay. Gut. Was ich eigentlich zeigen wollte, was viel spannender und interessanter ist, ist hier mein Kübel. Guck mal. Endlich, sag ja, ich nur, endlich. Ich muss das auch noch machen. Ja, also das habe ich mir ja schon immer gewünscht. Hortensien in Hülle und Fülle. Jedes Jahr sind sie bei mir eingegangen, aber dieses Jahr will ich es schaffen. Das habe ich mir fest vorgenommen. Sie brauchen viel Wasser, morgens, ja, abends, mittags. Ich glaube, man kann sie gar nicht ertrinken. Ja? Sie sind nur am Trinken und Trinken und Trinken. Und guck mal, Justus hat hier auch ganz viel gepflanzt nochmal. Da kommen auch noch ja, Blümchen. Ich und ich finde das richtig hübsch mit diesem Kübel. Ich habe gesagt, wir brauchen noch mehr so große Kübel und dann einfach schöne Pflänzchen drin, die so schön blühen. Heute auch wieder, ne? Ich sag nur, zwei Schaukeln wurden heute besetzt. Ja. Eine da, Schaukeln Justus hat da geschlafen. Ja. Also die Schaukeln haben sich gelohnt. Loki hat da geschlafen mit Elisa zusammen. Also total süß, ich habe da sogar Fotos von gemacht. Ach, also mit Loki und yeah. Elisa? Ja, klar. Das sah echt süß aus. Ja. Ne? Hat richtig tief. Und als er dann aufgestanden ist, hat sich die Schaukel angefangen zu schaukeln. Und dann ist Elisa auch aufgewacht. Und, ne. Guck dir diese Ansicht an. Och Mann, ich liebe meinen Garten. Und Lucky geht da wieder auf die Jagd. Da in die Ecke. Mäuse abgreifen. Ja. Ich muss dir noch was erzählen. Ne? Was muss ich? Meine oder Community. Der Community? Also weiß ich das schon oder wirst du mir das jetzt auch erzählen? Doch, Justus weiß das schon. Ich bin ja im Moment so ein bisschen verrückt. Ach so. Okay. Und zwar nach TikTok. Solange ich da nicht mitmachen muss, ist alles gut. Nicht. Du musst aber hier so tanzen, so. Wie war? Und dann. Ey, wo machst du das denn? Wie war das hinten? Ja, Justus. Genau so. Wie diese Männchen, weißt du, wo da Luft reingepumpt wird. So sieht Justus das aus. Deshalb mache ich keinen TikTok, weil dann werde ich überhaupt nicht ernst. Nein, die Clara hat mich damit angesteckt. Und zwar hat sie damit angefangen, weil ihre Freundin ihr so ein TikTok-Video geschickt hat. Und sie wollte das ja unbedingt nachtanzen. Und dann hatte ich erstmal gar keine Ahnung von TikTok. Ich habe das ja jahrelang ignoriert. Ich habe immer jahrelang gesagt, nein, ich weiß nicht, wie das geht. Aber dann ja, habe ich mich da reingefuchst. Clara zuliebe. Und jetzt habe ich das, glaube ich, verstanden, diese App. Clara hat auch schon TikTok hochgeladen. Du kannst ja gerne mal nachschauen. Ich verlinke dir das mal unten. Total süß, hat sie mit Justus zusammen gemacht. Und ich bin da jetzt auch immer am gucken. Ich finde das schon total niedlich. Und irgendwie macht das auch richtig Spaß. Es gibt natürlich auch Dinge da, die machen da keinen Spaß. Aber auch so ein paar Sachen, die machen mir auch Spaß. Und ich habe mir jetzt eine Sache rausgesucht. Warte, die zeige ich dir gleich mal. Die wollte ich mit Justus zusammen machen. Sieht einfach aus. So, gucken, ob das einfach ist. Hier weiter, ne? Ich zeig dir das mal, ja? Das ist mein Handy. Wo war das denn? Ich hoffe, ich finde das. Das hier war das, genau. Guck mal. Da geht sie so andersrum und dann fahren sie so Fahrrad. Und das soll ich mit Justus machen. Es sieht wirklich einfach aus. Ich glaube schon, dass wir das hinkriegen müssten. Du musst mir jetzt helfen, ihn zu überreden. Weil er ist ja immer so, er sagt immer nein, 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 obwohl er trotzdem irgendwie Lust hat und Spaß daran hat. Justus, wo bist du denn? Justus? Wo bist du? Wo? Guck mal, Justus. Ich hab dir ja was gezeigt, ne? Wo wollen wir das denn machen?
Wollen wir es hier machen? Was machen wir wo? War eigentlich die Bedingung, dass du das alles ohne mich machst? Ein TikTok zusammen machen, ne? Ist das? Nicht das. Was Akrobatisches. Guck mal, wer da angeflitzt kommt. Ohne Maus im Mund, ne? Muss man jetzt immer aufpassen. Manchmal erschrickt er sich und dann läuft er wie so ein Pferd los. Bisschen seltsam. Komm, wir machen das jetzt. Komm mit. Komm, leg dich da mal hin. Das ist deine Geburtstagsüberraschung. Happy Birthday! Was soll ich? Also, okay, ich mach die Augen zu und du machst nein, was Besonderes. Nein, ich zeig dir das jetzt. Mensch. Ich muss mich nicht mehr bewegen. Ich bin nämlich gerade ziemlich satt und das ist. Du musst dich nur hinlegen. Guck mal, du musst gar nichts machen. Guck mal, der macht da irgendwas mit den Füßen. Und dann musst du mit den Knien hoch. Das kriegen wir doch hin. Das ist voll einfach. Komm. Du bist jetzt die Ballerina, die auf mir tanzt, ja? Ich stell mal die Kamera hier hin, dass sie unsere grazilen Bewegungen aufnimmt. Kann man das nicht morgen machen, wenn ich nichts gegessen habe? Ja, jetzt hast du dich vollgefuttert damit, sag mal. Komm. Guck mal, guck, ich bin auch. Also wenn es vielleicht aus mir raussprudelt, dann... Was machst du denn da? Nee, so rum, damit man uns auch sieht. Du stellst dich schon an. So, jetzt genau, so. Ja, dann sieht man uns auch. Okay. Na los. Jetzt krachst du mit deinem Po auf mein Gesicht. Nein, du musst erst mal gerade machen. Gerade, genau. Warte mal, ich mach mal meine Haare hoch, ja? Ja, das... Du musst ja sportlich aussehen, ja. Oh, ich bin satt. Aber warte mal, du bist doch nicht so... Ich glaube, die Dame, die da im Fernsehen war, war schlanker als du. Nicht, was sagst du da? Nicht ganz so groß wie du. Was sagst du? Ich meine, die hat... Aber du hast jetzt so viel gegessen, deshalb kriegst du mehr als sonst. So, ist es. Kriegen wir das hier auf Kamera, sag mal. Ich will das... Oh, deine Hose ist so rutschig. Meine Hose ist so rutschig. Gut, ich weiß nicht. Das war gut. Das hat mir Spaß gemacht. Tolles TikTok-Video. Und, komm nochmal. Du hast dir gar keine Mühe gegeben. Du musst hier anfassen. Hier, kurz über den Knie, weil wenn du da hinten anfasst. Ja, das ist so rutschig. Ja, dann ist es schwieriger für mich, dich hochzu. Was? Du musst hier? Bei deinen Knien? Ja, ganz nah an den Knien. Je näher an den Knien, desto besser ist mein Winkel. Komm. Du musst dann. Okay, also... Du verlierst dir die ganze Zeit Geld. Muss ich das jetzt nochmal machen? Ja. Komm, das kriegen wir hin. Ich dachte, wir sind nur noch fertig. Ich bin TikTok. Mach mal ein bisschen breiter hier. Rechtes Bein, linkes Bein. Oh, aber greif doch nicht so zu, das tut voll weh. Nein, das tut voll weh. Habt ihr schon einen blauen Fleck? Sag mal. Gewalttätiger eben. Oh, nicht so doll, guck mal. Was machst du denn? Du warst extra ganz langsam, hab ich das gemacht. So, jetzt vorbei. Komm, so machst du meinem TikTok. Also, ich kann die Hose auch ausziehen, dann kannst du ja meinen Beinhaaren festhalten. Tada. Nee, ich weiß nicht. Da hast du keine. Das sieht nicht schön aus. Es ist ja nur die Probe. Nein! Nein! Dann hol mir mal eine kurze Hose von oben. Nein, ich hole dir keine kurze Hose. Dann hol ich mir selber. Nein! Du gibst dir jetzt mal Mühe. Du gibst dir hier die ganze Zeit keine Mühe. Ich hab's aber schnell gemacht, einmal ganz, ganz langsam oder? Du rutschst hier wie so ein Klops über irgendwie hier. Auf jetzt! Auf jetzt. Ich glaube, du bist nicht stark genug. Also ich hief dich ja hoch. Die Einzige, die dann in sich zusammenbricht, das ist die Nancy. Du kannst es mal andersrum machen. Warte, wie mache ich das denn dann? Ach, pass auf, wir machen, dann mach erstmal so, dass du dich... Aber mir ist ein bisschen übel. Dann machen wir nur schon oben drauf. Schon oben drauf? Oben drauf. Ach so. Ach, ja, du musst das mal gerade halten. Ja. Wenn du auf den Lachen würdest, dann würde ich das auf der Tür mit dem Krieg. Du musst das schneller machen, ja? Das ist dein. Oh, wie rutsche. Ich rutsche, das ist ja auch. Lass mich runter. Also, es hat ja jetzt geklappt oben. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch hochkommen. Aber ich muss es wirklich so machen, ne? Damit du dich hier festhalten kannst. Ja.
das Gegengewicht, dann krieg ich es doch hoch. Boah, Justus, wir kriegen das nicht hin. Doch, kriegen wir hin. Kriegen komm, das einmal nicht noch, hin. Einmal noch und dann... Ist gut. Nee, wir kriegen das nicht hin. Nein. Na komm. Ja, wir kriegen das nicht hin. Der Ehrgeiz hat mich jetzt gepackt. Natürlich kriegen tut wir das schon hin. Alles weh hier. Ich mach lieber was anderes, weißt du? Ich mach lieber was anderes. Ich habe da sowieso was noch im Kopf, was ich machen möchte. Ich mache lieber was anderes, ja? Ohne dich. Ach, eine Runde kommt. Nein, ich mache lieber was ohne. Und ich lade das auch heute hoch, also parallel mit diesem Video. Ich verlinke dir mein erstes TikTok in der Infobox. Das wird es nicht werden. Das ist es nicht. Okay? Obwohl, ich kann auch so ein Fail hochladen. Vielleicht ist das auch ganz lustig. Ja, ganz sicher. Komm, einmal los. Einmal noch. Okay, wir üben das noch. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Also schau auf TikTok vorbei, dann wirst du sehen, ob wir es geschafft haben oder nicht. Aber jetzt bringen wir erstmal die Kinder ins Bett, mein Schatz. Ach so, die Kinder auch noch. Ja, die Kinder bringen wir jetzt erstmal ins Bett. Ach, das hier hat übrigens die Clara gebastelt. Total süß, guck mal. Ein Äffchen. Sie hat mich gefragt, Mami, was wünschst du dir für ein Kuscheltier? Ja, da hat sie ein Äffchen gebastelt, hier sogar mit Schwarz. Das sind diese Rohrenputzer. Oder nee, wie nennt man das? Rohrputzer? Auf jeden Fall benutzen die Kinder das ja immer so zum Basteln. Ich habe da ganz viele verschiedene Farben extra für sie gekauft. Ist auch total süß geworden mit diesen Knopfaugen auch. Ich hatte sie auch zum Basteln. Oh Mann, okay. Man merke, dass das einfach aussieht, ist nicht unbedingt einfach. Ich dachte, ey, das ist einfach. Wir kriegen das hin. Aber wir kriegen das bestimmt noch an. Also die Kinder haben sich jetzt alleine fertig gemacht. Das ist ja immer so abends. Danach sieht das Badezimmer total zerbombt aus. Kann man das zeigen? Nee, eigentlich nicht, ne? Ich zeig's dir trotzdem. Guck mal, da liegen die Klamotten auf dem Boden oder sowas. Das versuchen wir auch noch abzutrainieren, dass die Kinder dann das Badezimmer auch wieder aufräumen müssen, wenn sie das so zerbombt haben. Das Einzige, was ich bei Elisa machen muss, ist Zähne putzen noch. Elisa? Zähne putzen! Aber ansonsten duschen macht sie alleine, also beziehungsweise hilft ihr die Clara mit. Ganz toll, wenn man so große Geschwister hat. Und die freuen sich auch immer aufs Fertigmachen, weil sie wissen, wenn sie sich schnell fertig gemacht haben, dann haben sie noch ein bisschen Zeit für Fernsehen gucken, Computerspielen. Da haben mich auch ein paar gefragt nochmal, wie wir das regeln mit diesem ganzen Technikkram, ob es da Regeln gibt natürlich. Wir haben da sogar ganz strenge Regeln. Kann ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Nächstes Mal erzähle ich dir was davon. Na kommt ihr Süßen! Ja, Zähne putzen. Hast du schon Zähne geputzt? Nein. Na dann mal los, Elisa. Ich habe schon Zähne geputzt. Hast du schon, ne? Elisa liebt es nämlich, Zähne zu putzen. Nein. Doch, Elisa, du liebst es, Zähne zu putzen. Nein. Doch, Elisa, ist doch süß. Kannst du ruhig zugeben. Ist was Tolles. Du bist toll. Du bist toll, Elisa. Du bist toll. Elisa steht nämlich hier manchmal mitten am Tag im Badezimmer und putzt sich die Zähne. Ich weiß nicht, ob das andere Kinder auch so machen. Selber putzen? Bist du frisch? Zeig deine Bässchen. Frisch. Eincreme. Mami, du weißt doch, ich möchte mein Kissen zeigen. Ach so. Okay. Das ist ein Flamingo. 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 Genau. Schön, ja, Elisa? Mhm. Magst du gerne. Cookie Maus. Komm hier. Jetzt gibt's noch Abendessen für die Miezis. Cookie Maus, hast du Hunger? Luki hatte heute gar nichts zum Frühstück. Er war heute Morgen so aufgeregt, dass er direkt wieder rausgeflitzt ist in den Garten. Das gehört auch zur Abendroutine. Natürlich für die Katzen nochmal ihr Abendmahl. Und das eine TikTok, was ich schon gedreht habe, war mit der süßen Elisa Maus. Sie ist so süß, sie ist 3 Jahre alt und sie kann schon Choreografie. Also da habe ich auch ganz schön gestaunt, dass sie da so Lust drauf hat, das unbedingt machen möchte oder überhaupt nachmacht. Also sie macht das halt ständig der Clara nach und ja, dann kann sie es auch einfach schon. Total krass. Das ist total süß geworden. Das würde mich richtig freuen, falls du auch TikTok hast.
hast, hat ja auch nicht jeder, hatte ich ja auch bis vor kurzem auch nicht, dann schau da mal vorbei. Also es macht mir gerade echt total viel Spaß. Okay, ich muss jetzt die Katzen füttern. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Ich werde jetzt auch ein bisschen mit Justus zusammen den Abend genießen von seinem Geburtstag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.